Hey Leute und herzlich willkommen zum Abendtest auf dem Kanal. Und wie ich schon heute Mittag gesagt habe, schauen wir uns den heute erstmal letzten Innocent Smoothie auf dem Kanal an. Und zwar den Innocent der Smoothie Kiwi, Apfel und Limette. Bam, hier haben wir jetzt gute Dinge in so einem knalligen Grün, passend natürlich zum Kiwi. Auch hier schön den grünen Schriftzug, alles auch mit so grünen Akzenten. Passt auf jeden Fall zur Farbe. Finde ich auch cool, dass die das dann so immer ein bisschen anpassen auf jeden Fall. Sonst alles, wie wir es von Innocent kennen. Hier dieses Innocent-Logo, niemals Zucker zugesetzt. Sehr nice, der Smoothie aus verantwortungsvollem Anbau, auch sehr wichtig. Und randvoll mit guten Zutaten, perfekt mit 100% nachhaltig angebauten Kiwis, auch sehr nice. Hergestellt und vertrieben natürlich, beziehungsweise vertrieben von der Innocent Deutschland GmbH in der Seidelstraße in München. Schöne Grüße an alle aus München. Bitte pass auf mich auf. Mischung, wir haben eine Mischung aus Fruchtpüree, Fruchtsaft, Direktsaft und Spirulina und Safflorextrakt. Nice. So Leute, so viel zum Ding, sonst steht ja nicht viel drauf. Wir haben 250 Milliliter drin. Und wir kommen jetzt schon zu den Nährwertangaben hier, 100 Milliliter. Wir haben einen Energiewert von 242 Kilojoule bzw. 57 Kilokalorien. Passt Fett unter 0,5 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren unter 0,1 Gramm. Passt Kohlenhydrate 12 Gramm, davon Zucker 10 Gramm. Ist halt Eigenzucker. Wie ich bei jedem Innocent-Produkt sage, ist okay, aber in Maßen natürlich, nicht zu viel trinken. Ballaststoffe 1,8 Gramm, Eiweiß 1,1 Gramm, Salz unter 0,01 Gramm, Vitamin C 17 Milligramm und Mangan 0,35 Milligramm. Passt. Passt alles außer halt der Zucker. Kommen wir zu den Zutaten. Wir haben als Hauptzutat Apfelsaft mit 47%, dann Ananassaft, Kiwi-Püree mit 16%, weißer Traubensaft, Limettensaft mit 1,2% und Spirulina und Safflorextrakt. Nice. Ist an sich top. Natürlich Apfelsaft wieder als Basis, wie bei den meisten Smoothies. Aber ansonsten kann man auf jeden Fall machen. Gesundheitsnote gibt es von mir hier auch eine 2, wenn man es in Maßen trinkt. Wenn ihr 100 Milliliter am Tag trinkt oder wirklich auf den Tag verteilt so ein Ding maximal, gibt es eine 2. Auf jeden Fall, ja, schon eine Gesundheitsempfehlung, aber auch sehr in Maßen. Das ist mir wichtig. Für Leute, die sagen, ich trinke einen halben Liter Smoothie am Tag, ist auf jeden Fall nicht gesund. Ist alles andere als gesund. Leute, das so viel zur Gesundheit. Wir haben wieder unser Glas hier. Und das war es erstmal mit der Innocent Smoothie. Also, die schmecken fast alle irgendwie gleich. Zwar gut, aber gleich. Und irgendwie gibt es auch nicht so viel zu sagen. Sind halt Smoothies, ne? So Leute. Und leider auch nicht Bio, finde ich schade. Dann schütten wir mal ein bisschen rein. Boah, wirkt auch sehr breich. Sehr püreeartig so. Okay, ich wollte gerade sagen, gerade habe ich noch gesagt, alle schmecken fast gleich. Der schmeckt und riecht schon ein bisschen grün. Also so Kiwi-artig. Leute, aufs Wohl. Okay, der hat einen sehr eigenen Geschmack. Wenn man den jetzt vergleicht mit den... Ja, mit dem von heute Mittag oder anderen so ein bisschen klassischeren Innocent-Smoothies, der schmeckt schon ein bisschen eigen. Auch sehr püreeartig, aber lecker. Und der Kiwi-Touch ist gut da. Und noch irgendwas anderes. Ah, der Ananas. Der Ananassaft, stimmt. Sehr interessant. So ein bisschen wirklich mal was anderes von Innocent. Also wer da ein bisschen Abwechslung sucht, probiert mal den Kiwi-Apfel und Limette. Stimmt, die Limette auch ein bisschen. Lecker, lecker, kann man machen. Geschmacksnote, auch eine 1-, weil er so ein bisschen interessant, ein bisschen anders schmeckt. Doch, ist cool auf jeden Fall. Leute, das war's mit dem Innocent Kiwi, Apfel und Limette. Das war's erstmal mit Innocent. Und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Test. Und dann wird es wieder sehr spannend mit ein paar sehr spannenden Produkten. Ich wünsche euch was, immer schön happy bleiben, niemals aufgeben und bis morgen. Ciao, ciao.